Bei der Fertigung von Teilen wie zum Beispiel Empfängern für Radioteleskope wird an der Universität sehr innovativ gearbeitet. Dies erkennt man daran, dass die Gesellen zum Beispiel immer mehr Zeit am Schreibtisch verbringen. Sie fertigen technische Zeichnungen an, welche anschließend auf computergesteuerten Fräsmaschinen hergestellt werden. Was genau hergestellt wird, erzählt uns Herr Krause. Ja, also hier im Hause an der Universität befassen wir uns mit der Herstellung und dem Bau von Bauteilen für radioastronomische Empfänger. In dem Fall entwickeln wir auch Bauteile und Fertigungsverfahren, stellen aber in erster Linie die Bauteile auf Werkzeugmaschinen her. Die Feinmechanikwerkstatt arbeitet auch im Mikrobereich. Dabei wird eine sogenannte Kern-Evo-Fräsmaschine verwendet. Was diese im Gegensatz zu den anderen Maschinen kann, beziehungsweise von welchen Größenbereichen wir sprechen, erzählt uns nun Herr Krause. Wir bewegen uns zwischen Bauteilen oder kleinen Kanälen im Bereich von 9000stel Millimetern, also ungefähr so ein Viertel von einem Haar, bis zu einem Meter Durchmesser, größere Bauteile für Flugzeuge und Satelliten. Falls du technisches Verständnis besitzt, Interesse an automatisierter Fertigung hast und dem Handwerk an sich, über die nötigen Computerkenntnisse verfügst und deine Schulnoten stimmen, dann bist du bei uns genau richtig. Du wirst in 3 Jahren Ausbildung alles Nötige lernen, was du in dieser Branche brauchst. Es ist der Spaß an der Herstellung von kleinen Bauteilen und mechanischen Systemen, die Herausforderung, fast immer wieder mal andere Materialien zu verwenden und Fertigungsverfahren zu entwickeln, um auf höchster Präzisionsebene Teile herstellen zu können.